Ich begrüße Sie recht herzlich, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zum diesjährigen 22.04., dem Earth Overshoot Day, der wieder begangen wird. In Deutschland unter dem Motto: Kleider machen Leute. Nein, deine Kleider machen Leute. Wir beschäftigen uns also heute zum Anlass dieses Tages mit Fashion. Fashion, ein Thema, welches man behandeln kann, unendlich. Und wir wollen wenigstens ein bisschen aufrütteln und ein paar kritische Worte dazu sagen. Was heißt überhaupt Earth Overshoot Day oder German Overshoot Day? Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass wir wesentlich mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde eigentlich hergibt. Wir kommen zurück eben auf Deutschland. In Deutschland ist der Earth Overshoot Day dieses Mal am 4. Mai 2022. Das heißt also dieses Jahr wieder einen Tag früher als voriges Jahr. Voriges Jahr war er am 5. Mai 2022. Und das lässt uns doch wirklich ein wenig zu Überlegungen anstrengen, wie wir diese Welt und insbesondere auch in Deutschland ein bisschen umkehren können, dass nicht immer früher immer mehr Ressourcen auf dieser Welt durch uns verbraucht werden. Ein Teil davon sind die Kleidung. Die Kleidung ist ein jährlicher, riesiger Markt, welcher etwa 120 Milliarden Kleidungsstücke pro Jahr weltweit produziert. Und diese Tendenz ist steigend. Das Furchtbare daran ist, dass 80% der gekauften Kleidung im Müll landen und geschätzt bis 2030 150 Millionen Tonnen jedes Jahr. Nur 20% der Kleidung werden überhaupt gesammelt. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 20%. Davon kann man etwa sagen, 8% Secondhand ist gleich Secondhand, 2% ist Restmüll und 10% ist etwa Recycling. Und jetzt muss man aber wissen, dass von diesen 10% Recycling nur etwa 1% wieder zu Garn verarbeitet wird, der Rest wird zu Putzlappen und Dämmung verarbeitet. Mittlerweile sind 60% der entsorgten Kleidung so minderwertig vom Material, dass es nicht einmal mehr zu Putzlappen verarbeitet werden kann. Und das haben wir, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, dieser Fast Fashion oder der neueste Trend, ich werde später nochmal drauf zu sprechen kommen, Super Fast Fashion zu verdanken, da einfach diese Produkte in einem so miserablen Zustand produziert werden, dass sie eben nicht einmal mehr für Putzlappen verarbeitet werden können. Wir müssen uns auch ein wenig vor Augen halten, was für ein unglaublicher Ressourcenverbrauch letztendlich hier stattfindet. Ich möchte Ihnen hier das auch noch mal in ein paar Zahlen darlegen. Erdöl. Etwa 1000 Millionen Tonnen Erdöl wird für die Kleiderproduktion verwendet. CO2. 1500 Millionen Tonnen CO2 wird ausgestoßen. Und jetzt kommt's: Wasser. Wasser für die Herstellung von Kleidung. 80 Milliarden Kubik jährlich. Ein Kubik, damit Sie eine Vorstellung haben, ist gleich 1000 Liter Wasser. Dann werden weiterhin Chemikalien, 40 Millionen Tonnen jährlich für die Produktion von Kleidung verwendet. Ein 250 Gramm T-Shirt braucht in etwa für die Herstellung 2300 Liter Wasser. Ein Kilogramm Baumwolle circa 10 bis 11.000 Liter Wasser.
Und ich möchte Ihnen jetzt einmal ein paar Beispiele dazu sagen, eben zu diesem Wasser, auf das Wasser bezogen. In Usbekistan zum Beispiel wird für den Baumwollanbau im riesigen Stil die beiden Zuflüsse zum Aralsee, Amudaria und Syrdarya, fast leer gepumpt. Daher gelangt ab Anfang der 60er Jahre kaum noch Wasser in den See. Infolgedessen schrumpfte dessen Salzgehalt im verbliebenen Wasser. Zugleich führte der extensive Einsatz von Pestiziden und Insektiziden zu einer immensen Verschmutzung des Grundwassers. Die Kindersterblichkeit stieg auf das Vierfache des Üblichen dort in Usbekistan. In Pakistan benötigt 90% der Wassermengen des Indus für Landwirtschaft. Nur ein Drittel erreicht Felder aufgrund von Verdunstung oder Versickerung durch marode Bewässerungskanäle. Deshalb wird bereits jetzt ein Drittel des benötigten Wassers für die Bewässerung der Baumwollfelder aus Grundwasser gepumpt. Und um Ihnen das ein bisschen transparenter zu machen, was das eigentlich heißt, möchte ich Ihnen das an einem Beispiel unserer vielgeliebten Jeans darlegen. 35% der gesamten Baumwollproduktion, das heißt 15 Milliarden Kilo, werden zu Jeans verarbeitet. Jedes Jahr ca. 5 Milliarden Jeans weltweit. Eine Jeans verbraucht bei der Produktion bis zu 10.000 Liter Wasser. Und das entspricht etwa einem Kilo Baumwolle, wenn Sie sich erinnern an das, was ich vorhin gesagt habe, und 1,5 Tonnen CO2. Dazu kommen Unmengen an Chemikalien zum Einsatz, Pestizide, Herbizide und Fungizide. Die Jeans ist das beliebteste Kleidungsstück weltweit. In Deutschland besitzt jede Person im Durchschnitt 7 Hosen davon. Pro Sekunde wird global eine Jeans verkauft. Die Lebensdauer der Jeans beträgt etwa 6 Jahre und 50% aller Jeans werden im Hausmüll entsorgt. Jetzt fragen wir uns, gibt es dafür irgendwelche Lösungen? Natürlich, auch die eine oder andere Lösung für dieses Problem der Herstellung wäre ja zum Beispiel die Bio-Baumwolle. Nur, in welchem Land werden die meisten Biobaumwollen hergestellt? In Indien genießt die organische landwirtschaftliche Produktion höchste Priorität und die Herstellung von Biobaumwolle spielt eine Schlüsselrolle im Ausbau der biologischen Landwirtschaft. Seit 2007 ist Indien der größte Produzent organischer Baumwolle und die Lebensumstände der Anbauer haben sich deutlich verbessert. Also wir sehen, es gibt schon, was das Bio-Baumwolle betrifft, eine positive Tendenz. Aber wie viel Bio-Baumwolle gibt es eigentlich weltweit? Und da ist wieder der Haken. In seinem Market Report 2018 gibt Textile Exchange an, dass 2016-17 von 22 Millionen Tonnen weltweit angebauter Baumwolle rund 118.000 Tonnen Biobaumwolle waren, also gerade einmal 0,5%. Trotzdem ist das, obwohl das auch ein positiver Trend ist, zum Nachdenken. Warum? Es gibt immer mehr Anbieter von ökofairer Kleidung. Scheinbar schießen die wie Pilze aus dem Boden. Wie soll das auf Dauer funktionieren, wenn die verfügbare Biobaumwolle vor 4 Jahren nur 0,5% ausgemacht und das Umstellen eines Anbaufeldes auf Bioqualität einige Jahre in Anspruch nimmt? Und dieser Markt ist ja jetzt schon umkämpft. Also das geht sich im Grunde genommen nicht aus, so schön das auch klingt, dass wir heute auch schon mit Biobaumwolle Kleidung herstellen. Das war mal ein ganz kurzer Abriss dessen, wie es eigentlich mit unserer Fashion ausschaut. Das heißt also ein paar Zahlen und Kennzahlen, um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich in Zahlen alles genau bedeutet. Und jetzt fragen wir uns natürlich, ist die Vergabe vielleicht von Siegeln eine Lösung, dass wir ein bisschen bewusster
uns anschauen, wie die Fashion, wie die Mode heutzutage, die Kleidung heutzutage hergestellt wird. Ist das vielleicht eine Lösung? Ja, so wie in der Lebensmittelindustrie. Dazu muss man wissen, auch das weiß nicht jeder, ein Kleidungsstück braucht ca. 140 Arbeitsschritte und es ist unmöglich, jeden Schritt zu zertifizieren. Deswegen gibt es sogenannte Überkategorien der Zertifizierung. Erstens der Baumwollanbau, also der Rohstoff an und für sich. Da geht es dann letztendlich um sozial verträglichen Anbau in, wie gehört, gerade Bioqualität. Zweite Überkategorie wäre jetzt zum Beispiel die Fertigung. Das heißt Spinnen und Weben. Bei GOTS bedeutet das 70% des Materials Biobaumwolle. GOTS ist ein Zertifizierer, einer der bekanntesten in der Fashion, in der Textilbranche. Bleichen und Färben, zum Beispiel eben dahingehend, dass wir auf Giftstoffe verzichten, Giftstoffe, Chemikalien. Das und einen niedrigen Wasserverbrauch letztendlich dadurch haben werden. Der dritte Punkt sind die Arbeitsbedingungen, zuschneiden und nähen. Da wäre es mal wahnsinnig wichtig, dass wir keine Kinderarbeit zulassen, dass wir keine Zwangsarbeit zulassen, dass wir faire Löhne bezahlen und vor allem auch auf die Arbeitssicherheit schauen. Denken Sie bitte dran, vor gar nicht langer Zeit, als in Bangladesch dieses Riesengebäude zusammengebrochen ist, wo viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Problematik bei diesen Siegeln: es gibt nur wenige Siegel, die eben alle Bereiche abdecken, die ich jetzt genannt habe. So ungefähr, es gibt dann die 100 Siegel. Und da blickt kein Mensch mehr durch. Ja. Und daher, und das war eigentlich gar kein schlechter Ansatz in Deutschland, wurde der grüne Knopf der Bundesregierung gegründet, um alles transparenter zu machen und zu vereinheitlichen. Der grüne Knopf deckte 2021 noch nicht alle Bereiche ab, nur 2 und 3. Das heißt also Arbeitssicherheit und die Fertigung, aber noch nicht den Anbau. Und immerhin, damit ist man schon auf einem guten Weg. Zum Anbau, zum Beispiel gibt es Cotton Made in Africa, das ist, wird unterstützt von Aid by Trade. Ja. Dann GOTS, habe ich schon genannt, Fair Trade Cotton. Zur Fertigung gibt es Fairtrade, Textile, Produktion, Biore, GOTS. Zu den Arbeitsbedingungen gibt es Fair Wear Foundation, GOTS und Biore. So gibt es also schon durchaus einige Beispiele, die hier positiv genannt werden können. Aber auch hier wieder müssen wir aufpassen, weil auch hier gibt es wieder Fallen, ja, bei den Siegeln, sogenanntes Greenwash. Und wir wissen aus sicheren Quellen, dass es Firmen sich selber Siegel vergeben, zum Beispiel H&M. Oder Viskose wird so als Wunderwaffe aus Naturfaser gepriesen. Ja, hat nach den ganzen chemischen Prozessen, die es benötigt, um die Fasern zu gewinnen, gar nichts mehr mit dem Ursprung zu tun. Einer der größten Übel ist tatsächlich dieses Fast Fashion diverser Modemarken, die uns alle bekannt sind, ob das H&M, Zara oder C&A ist. Das heißt also, wenn man es jetzt ein bisschen bösartig ausdrückt, heißt das nichts anderes, vom Klamottenkaufrausch zum Altkleidermüllberg. Ja. Man muss sich ja mal überlegen, was bedeutet dieses Fast Fashion eigentlich? Bis zu 52 Mikrokollektionen im Jahr heißt Fast Fashion, bei H&M zum Beispiel. Das heißt also 26 Kilo pro Jahr, pro Person, kaufen davon die Deutschen. Die Lebensdauer einer solchen Textilie wird immer kürzer. Im Schnitt 1,7 Mal wird ein Top getragen. 40% der Kleidung wird nie angezogen, so vor kurzem eine Greenpeace-Studie. Fast-Fashion-Anbieter arbeiten an einem besseren Image und preisen Recycling an.
Das ist aber völlige Vorspiegelung falscher Tatsachen. Da ist ein Recyclinganteil drin und kommt zu 99% nicht aus Altkleidern. Es gibt auch nichts Konkretes und nichts Nachvollziehbares. Also wenn dort nachhaltige Mode oder was auch immer draufsteht, bitte prüfen Sie erstmal ganz genau, was das überhaupt bedeuten soll. Da ist sehr viel im Unreinen. Große Mengen an Textilresten, werden auch von diesen großen Ketten inzwischen zurückgenommen. Ja? Und was passiert mit diesen Textilresten? Man glaubt, dass die eben in sogenannte Recyclingmode hineingeht. Das ist aber nicht wahr. Ein Großteil dieser Textilreste werden nach Osteuropa transportiert und verkauft. Und das Schlimme daran ist, dass, Beispiel in Bulgarien, dass diese Kleidung, diese Kleidungsreste verbrannt werden. Und zwar nicht verbrannt werden in Industrieanlagen, sondern private, weil sie sich dort kein Heizmaterial leisten können, kaufen diese Textilien und verbrennen sie in ihren Öfen, was gleichzeitig dann eine Unmenge an Dioxine freigesetzt wird, was nicht nur für die Umwelt schädlich ist, sondern natürlich auch für die Menschen, die dort leben. Und der neueste Trend, was ich schon gesagt habe, ist diese Super Fast Fashion. Doch warum sind die Ultra- und Super Fast Fashion immer so erfolgreich? Weil sie den ständigen wachsenden Hunger der jungen Generation nach Neuem befriedigen. Heute wird er sofort am Laufsteg kolportiert und in Echtzeit über Social Media verbreitet. Tatsächlich nämlich sind diese superschnellen Händler nur Online-Händler. Wir sind die größte Modemarke auf dem Planeten, die nie einen Laden hatte, hat ASOS-Chef Nick Biden dazu einmal gesagt. Vielleicht als Hintergrund noch, diese Super Fast Fashion kommt aus England und wird unter den widrigsten Bedingungen in den Hinterhöfen Englands teilweise hergestellt. Das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn es um das Thema Fashion, Mode, Kleidung geht, die Sie tagtäglich kaufen. Wer verdient was an einem T-Shirt? Ich weiß, diese Quelle ist schon etwas älter, die ist aus dem Jahr 2014, aber ich glaube, dass sich da noch nicht so viel verändert hat bis heute. Man muss wissen, ein T-Shirt ist ca. 20.000 Kilometer unterwegs, bis es im Laden ankommt. Baumwolle, Türkei, Verarbeitung, Indien, China, Bangladesch, Europa. Ein T-Shirt für 29 Euro nehmen wir mal als Beispiel. Daran verdient der Händler als erstes einmal 17 Euro pro Stück. Ich möchte hier nicht verhehlen, dass der Händler natürlich auch die Kosten für Mitarbeiter, Miete, Strom, Rabatte etc. mit einberechnet. Ja. Aber 17 Euro pro Stück bei einem 29 Euro T-Shirt. Der Hersteller verdient 3,61 Euro. Die Materialkosten dabei sind 3,40 Euro. Die Transportkosten 2,19 Euro. Die Zwischenhändler verdienen 1,20 Euro. Der Lieferant in Bangladesch, als Beispiel Bangladesch, 1,15 Euro. Und Fixkosten für die Produzenten 0,27 Euro. Und jetzt halten Sie sich fest, was glauben Sie, was eine Näher oder eine Näherin oder ein Näher verdient pro T-Shirt? 0,18 Euro pro Stunde. Und das in Summe ergibt 29 Euro. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, was ist eigentlich mit einem T-Shirt, wenn Sie das für 5 Euro kaufen? Umgekehrt frage ich mich aber auch, was ist, wenn es 200 Euro kostet? Wer verdient denn dann am meisten? Der Aufwand ist ja nicht wesentlich größer oder wesentlich anders. Produziert wird ja auch im Wesentlichen auch ein 200 Euro T-Shirt in diesen Ländern. Ja. Dann können Sie sich mal vorstellen, wie groß diese Spanne in etwa bei solchen T-Shirts sind, die
200 Euro oder 150 oder 120 Euro kosten. Und wie klein die Spanne für alle zusammen ist, wenn so ein T-Shirt nur 5 Euro kostet. Und das, liebe Zuseherin, das sollte uns schon ein wenig zu denken geben. Nichtsdestotrotz müssen wir aber auch über Lösungen sprechen. Und was könnte denn eine Lösung für das Kleidungsproblem sein? Sie sind die Konsumenten. Und sie müssen sich einmal auf weniger Kleidung beschränken. Schauen Sie doch bitte mal in Ihren Schrank, wie voll der ist. Schauen Sie mal, wie viel unnötige Kleidung Sie in Ihrem Schrank haben. Schauen Sie mal, wie oft Sie gewisse Kleidungsstücke angezogen haben, die nach wie vor in Ihrem Schrank Ihr Dasein fristen. Auch mehr Secondhand tragen wäre eine Lösung. Also tauschen oder leihen genauso. Aber zu Secondhand möchte ich noch sagen, so dieses Verkaufen als Lifestyle, umweltbewusster Mode, das könnte man heute viel mehr als Secondhand ein bisschen prolongieren in den Medien. Lifestyle, umweltbewusster Mode oder wie man sagt, Vintage-Mode heutzutage. Das würde auch schon viel, viel helfen. Upcycling wäre auch eine Lösung, ist aber nur eine kurzfristige Lösung. Ja, Upcycling Mode zum Beispiel auch aus Fehlproduktionen herstellen. Ja, durchaus ein gangbarer Weg. Aber eine längerfristige Lösung wäre es mit Sicherheit Cradle to Cradle. Das heißt, Kreislaufwirtschaft aus alt macht neu. Da möchte ich Ihnen gern 2, 3 Beispiele noch sagen, positive Beispiele. Wenn wir über Cradle to Cradle sprechen, aus alt macht neu. Es gibt zum Beispiel die Firma Blue Loop, die lassen Jeans sammeln und machen daraus zum Beispiel Sweatshirts. Wichtig dabei ist, dass 90% der Baumwollanteil, also 90% dieser Jeans einen Baumwollanteil haben, sonst funktioniert es nicht. Das gibt es übrigens auch in München. Ja? Diese Blue Loop gibt es in München und zwar Fashion and More in München-Freising ist ein Laden, der diese Sachen dort verkauft. Ein weiteres Beispiel wäre Fair Fashion, eben am Beispiel Kippepeo. Und Kippepeo heißt Schmetterling. Und zwar, das findet man in den avocadostore.de. Das war eine ganz interessante Geschichte, nämlich der Stuttgarter Martin Kluck gründete das Modelabel Kippepeo Clothing als Herzensprojekt und machte es damit zu einer Lebensaufgabe, Schulkinder in Tansania zu unterstützen. Die Herstellung aller Kippepeo-Produkte findet vom Anbau der Biobaumwolle bis zum fertigen Kleidungsstück auf lokaler Ebene in Tansania und Kenia statt. Kurz zusammengefasst kann man sagen, produziert, bedruckt und verkauft das Label fair gehandelte Biotextilien made in Tansania und deren Motive von Schulkindern aus Tansania gestaltet wurden. Mit den Verkaufserlösen unterstützt Kippepeo die Schulen, an denen die jeweiligen Motive entstanden sind und durch die Bezahlung von Schulgebühren sowie den Bau neuer Schulgebäude auch Computerräume, die eben durch diese Einnahmen alle unterstützt werden konnten. Auch etwas, was sich in letzter Zeit in einigen Großstädten schon etabliert haben, ist die sogenannte Kleiderei. Das ist eben ein Beispiel für Secondhand oder Mode oder auch eben ein Beispiel für Kleiderleihen. Kleiderei gibt es inzwischen in Köln, in Freiburg und in Kürze auch in Berlin. Ich denke, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich durfte Sie heute mal ein bisschen kritisch aufrütteln im Sinne dieses 22.04. Earth Overshoot Day und hoffe und würde mich freuen, wenn Sie einfach einmal ein bisschen in sich gehen und fragen, ist es wirklich nötig, mein nächstes Kleidungsstück zu kaufen? Oder muss es nicht unbedingt sein? In diesem Sinne, vielen Dank.